Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Voltec-Universität. Und Sarah, du bist auch da. Hallo Sarah. Hallo YouTube, hallo Richie. Ja, wir sind im letzten Part links rum. Ja. Und jetzt gehen wir mal rechts rum. Rechts meinst du? Also hier lang? Ja. Hier. Ne, von hier sind wir gekommen. Genau. Genau. Ich folge dir. Oh, hier ist was. Kühlflüssigkeit, Baumwollgarn. Es wäre natürlich... Oh, Aluminium. Das brauchen wir auch immer, um unsere Waffen zu reparieren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es wäre schön, wenn wir jetzt eine Werkbank hier finden würden. Hier ist eine. Antibiotika. Oh ja, jetzt Gegenstände verwerten. Gesamten Schrott, danke. Warum habe ich eigentlich zwei Tree Centennial Waffen hier, diese Pistolen? Boah, was ist das denn, Pistolen? 10mm Pistolen, aber die eine, die hat hier irgendwie was anderes dran. Bessere Präzision hat sie, aber ich glaube, ich nehme die mal auseinander. Sonst schleppe ich ja da so ein 3,5 Pfund, schleppe ich ja so einfach mit mir rum sonst. Grimmiger Verschluss habe ich bekommen dadurch. Hey, was ist denn das? Was denn? Hast du, guck mal, ich habe hier eine Lackierung auf einer Pumpgun. Wie kommt das denn? Das ist ja cool. Ich habe gar keine Lackierung. Wo kommt die denn her? Das verstehe ich. Das verstehe ich nicht. Im Singleplayer auch, da habe ich auch eine Waffe mit Lackierung irgendwoher. Die kann man ja aus dem Atomic Shop ja eigentlich nicht die kann man ja nicht abgeben. Aber das finde ich schön. Ja nun, es ist eine Lackierung. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt auch nicht so gut, aber behalten möchte ich es trotzdem. Alleine wegen der Lackierung. Du hast keine Lackierung? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wo sehe ich das? Beim Modifizieren und Reparieren. So, das kann ich. Bedeckung, leichter Rüstung? Nein. Gegenstände verwerten. So. Ach, ist da eine Waffendinger? Hier war nämlich nur eine Rüstung. Ja. Ich benenne mal eben meine Waffen um. Jetzt heißt meine Machete GEZ Machete, weil sie gezackt ist. aber. Hier ist nur eine Rüstungswerkbank, oder bin ich blöd? Ja, Rüstung war das. Da ist eine Lackierung drauf? Ich hatte eine Waffe, ich habe hier die Pumpgun mit einer Lackierung, komischerweise. Verstehe ich nicht, wieso. Jagdgewehr? Ach, ich wollte ja die Stufe dazu schreiben. Habe ich mir so überlegt. Stufe 5, taktische Pistole, naja. Da wäre dann auch noch ein Terminal. Zu lesen? Ich glaube ja. Ich nehme die Lupe mit. Untersetzer und eine Teetasse. Automatisches Forschungsterminal. Ja, ich komme. Umbenennen kann ich auch später dann noch.
für Studenten verfügbar von 6 bis 20 Uhr. Alle Holoband-Programme müssen vom Betreuer der Fakultät genehmigt werden. Spiele sind auf diesem Terminal verboten. Bitte Code eingeben, um fortzufahren. Archivierte Protokolle. Aktueller Admin hat alle archivierten Protokolle gelöscht. Vorherige Programmergebnisse. Aktueller Admin hat alle archivierten Experimentalprogramme gelöscht. Das war ja jetzt viel zu lesen. Schade. Ja, gut, dann weiter. Okay, okay. Hast du auch nach Kleidung geguckt, ob deine Kleidung in Ordnung ist? Ach nee. Stimmt. Das ist ja nicht. Wie, was, wo? Ich würde sie gerne, aber geht gar nicht. Warum nicht? Bei mir hat es auch nicht funktioniert. Vielleicht habe ich fehlt das Material oder wir haben noch nicht diesen Rüstmeister oder so. Okay. Also, es ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, dass es nicht ging. Scharfschützengewehr. So. Ja, das reicht. Stufe 5 am Anfang. Ja. Hallo? Hallo? Niemand da? Niemand da. Gut. Baby rasseln. Da hat sich jemand im Spind versteckt. Und die haben den Spind hier umgekippt und durch den halben Raum geschleudert. Silberteller. Oh ja. Okay. Ja. Wäre. Klingenkorn. Schnapsflasche ist da. Nehme ich nicht. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Nein. Schöne Tapete. Oh, ja. 60er. So. Retro. Ja, hier ist auch nichts. Fitness Powerrad. Doch hier ist Stimpack und und Terminal. Entwicklungsterminal, körperliche Gesundheit. So, jetzt. Lernmaterial, Gesundheit und Wohlergehen im Vault. Einführung. Und zu den Hauptanliegen eines jeden Vault-Aufsehers gehören die Gesundheit und das Wohlergehen der Bewohner. Mithilfe dieses Kurses zeigt Ihnen Vault-Tech, wie Sie verschiedene gesundheitliche Probleme, die in unseren Vaults auftreten können, überwachen, diagnostizieren und behandeln. Falls Sie Fragen zu diesem Lernmaterial haben, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Vault-Tech-Universität. Ich glaube, das hatten wir schon. Also natürlich, als ich hier alleine durchgelaufen bin, hatte ich das alles schon. Bis auf die Sachen, die wir letztens in diesem kleinen Gebäude da gelesen haben, die kannte ich selber noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dieses VTU GWV 101, das kenne ich schon. Okay.
Das wäre nämlich Einführung zur Gesundheit von Vault-Bewohnern. Dieser Kurs wurde entwickelt, um Ihnen die körperlichen Aspekte der Gesundheit und des Überlebens von Vault-Bewohnern zu vermitteln. Als Aufseher lernen Sie, was Ihre Bewohner antreibt, was möglicherweise schiefgehen kann und wie Sie Lösungen für mehr Gesundheit und Wohlergehen umsetzen. Als Bonus werden Sie ein Wochenende in einem unserer Test-Walls verbringen und erleben, welche Auswirkungen wieder aufbereitete Luft, wieder aufbereitetes Wasser und geringe Dosen von Strahlung auf den menschlichen Körper haben können. Meinst du, das haben wir schon irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt bin ich mir auch nicht so sicher. Die Nummer kenne ich, Dave. Also, die kommt mir definitiv bekannt vor. Ja, wir können ja weitergucken. 201 Einführung zu Schadstoffen. In einem normalen Vault befinden sich ungefähr 673 mögliche Schadstoffe. In diesem Kurs lernen Sie als Vault-Aufseher das kennen, was wir als TTS oder die Top 10 der Schadstoffe bezeichnen. Wir sprechen über die Quellen dieser Stoffe, ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper und die Behandlung gesundheitlicher Probleme, die sich aus dem Kontakt mit ihnen ergeben können. Falls Sie Aufseher eines zertifizierten Beobachtungsvaults sind, zeigen wir Ihnen auch, wie Sie diese Schadstoffe in so geringer Menge zuführen können, dass Sie ordnungsgemäße Datenpunkte ohne langfristig schädliche Auswirkungen auf die Bewohner erhalten. Und 304 Wiederaufbereitung organischer Abfälle. Alle Vaults sind vollkommen autark konzipiert und werden vor dem Versiegeln mit angemessenen Mengen an Nahrungsmitteln und Wasser ausgestattet. Sollte es zu einem unwahrscheinlichen Ausfall eines dieser Systeme kommen oder werden besagte Ressourcen nicht ordnungsgemäß verteilt bzw. gehen verloren, muss der Vault-Aufseher auf die Wiederverarbeitung, auf die Wiederaufbereitung organischer Abfälle zurückgreifen. In diesem Kurs besprechen wir die Nutzung und Wartung der Wiederaufbereitungssysteme des Vaults sowie die geeignete Ausgabe von Nahrungsmitteln und Getränken. Der Höhepunkt des Kurses ist unsere Verwertungswoche, in deren Rahmen die Teilnehmer gezwungen sind, mithilfe unserer Recycling-Systeme und ihrer eigenen Ausscheidungen zu überleben. Sehr lecker. Dann 410, Überleben durch Kannibalismus. Hierbei handelt es sich um einen fortgeschrittenen Kurs, in dem der mögliche FANNQ-Status Fehlen aller Nahrungsmittel und nahrungsmittelähnlicher Quellen eines Vaults beleuchtet wird. Falls alle Nahrungsvorräte verbraucht und die Wiederaufbereitungssysteme des Vaults außer Betrieb sind, erhalten Aufseher von Vault-Tec die Genehmigung, alle für das Überleben der Bewohner gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann mitunter auch Kannibalismus vonnöten sein. In diesem Kurs werden alle Aspekte des Kannibalismus besprochen. Moralische Auswirkungen, Sicherheitsaspekte beim Verspeisen von Leichen und Rezepte für köstliche Beilagen aus Haaren und Fußnägeln. Oh, danke. Okay. Vault-Tec eben. Dann geht's eigentlich nur noch nach oben. Ja, vielleicht. Oder hinter der Treppe ist. Na, da ist der Ausgang. Okay. Oder ist da hinten noch eine Tür? Nein. Ja, hier ist ein Ausgang. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Tagebuch der Aufseherin, Tag 1, 4? Eintrag 4. Okay, dann auf 3. Okay. 1, 2, 3. Persönliches Aufseher-Tagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vault-Tec. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war.
Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Ein Wort, sich gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Boden tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich Evan. Ja, ich musste das Hohlband nochmal neu starten. Ja. Nachdem ich diesen Airdrop aufgesammelt hatte, hat sich das abgeschaltet. Ach so. So, Waffenwerkbank. Schauen wir mal. Nee. Ich würde gerne reparieren. Irgendwie ist das buggy. Wieso kann man das nicht mehr reparieren? Vielleicht fehlen die Zutaten zum Reparieren. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das komisch. Ja, fand ich auch gerade schon merkwürdig. Das habe ich das letzte Mal auch schon bemerkt. Dann nicht. Dann wird nicht operiert. Ich kann vielleicht ein bisschen modifizieren. Hast du deine modifiziert mal? Ja. Großartig konnte ich nichts machen. Ja, ich bräuchte einen anderen Skill, aber ich habe keine Karten dafür. Ah, deswegen spare ich mir das jetzt gerade mal. Und gucke lieber, Moment, doch modifizieren nochmal. Ob ich die Schrotflinte hier, ob ich daraus noch ein bisschen was rausholen kann. Ach, die haben, die, vielleicht kamen die als Belohnung für dieses Event. Ja, kann sein. Denn die ist auch schon verbessert.
Die Reichweite könnte ich verbessern, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Oh. Nö, ich kann irgendwie nichts groß herstellen, weil entweder fehlen mir Sachen. Ja, der Skill fehlt mir, Rang 2 sogar. Oh, da müssen wir noch ein bisschen draußen meucheln, die ganzen. Nebenan, wenn du hier durch die Mauer da gehst, ist eine große Kiste. Hier in dem großen Raum hier? Ja. In dem Vorlesungssaal hier. Hast du Erste Hilfe genommen? Erste Hilfe? Ja, habe ich schon. Gehen wir dann erst hier durch diese Tür noch? Moment. Okay. Oder, ja. Ich wollte mal gucken, ich habe da eine Waffe gefunden in der großen Kiste, ob ich die auseinandernehmen kann. Ja, ich habe meine verschrottet da, die ich da gefunden habe. Vielleicht bekomme ich ja irgendwas Schönes daraus. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht, so ein Jagdgewehr. Ich habe, ja, das ist besser als mein Scharfschützengewehr hier. Wahrscheinlich, weil es Stufe 10 ist oder so, ne? Ja. Ja, 308er verschießt das. Also, ich nehme das. Ich behalte das. Dann, wo bist du gerade? Im Vorlesesaal war auch noch ein Terminal. Ja, weil, komm eben hier durch diese Tür. Dann, sowieso ist da eine große Tür im Saal, dass wir dann da wieder rausgehen. Hier ist ein Rezept. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ich habe es schon. Blutkäfer. Nein, das kannte ich noch nicht. Gut. Dann können wir in der nächsten Folge vielleicht in den Vorlesesaal nochmal. Mhm. Und ja. Ja. Wir bedanken uns für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Und bis Richie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.